Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ist beliebt. Endlich wird es Frühling in Hamburg und die Anwohner genießen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Hier geht es heute sehr gelassen zu. Sollte man meinen. In der Nähe des Isekanals, im sogenannten Generalsviertel, hat sich nämlich etwas zusammengebraut. Diesen Artikel habe ich heute im Hamburger Abendblatt gelesen. Hamburg-Eimsbüttel. Wohnmobile blockieren Parkplätze. Anwohner sauer. Das möchte ich mir gerne ansehen. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit. Los geht's. Eimsbüttel ist ein zentraler und sehr eng bebauter Stadtteil. Im Bereich Generalsviertel geht es etwas luftiger zu. Und man trifft hier auf etwas mehr Grün. Aber wie fast überall in Hamburg gibt es auch hier ein Parkplatzproblem. Hier wurde vor einiger Zeit eine Anwohnerparkzone eingerichtet. Die Anwohner bezahlen für ihren Anwohnerparkschein jährlich 65 Euro. Ich fahre jetzt mit meinem Fahrrad über den Isekanal und dort drüben ist sie. Die Göbenstraße, um die es sich heute dreht. Hier sollen die Nerven der Anwohner blank liegen und es soll sogar schon zu Beleidigungen gekommen sein. Ein erster Blick zeigt, warum hier offensichtlich gerne Camper parken. Die Parkplätze sind nämlich quer zur Fahrtrichtung angeordnet. Ich fahre die Göbenstraße ab, einmal hoch und einmal runter. Ein Anwohner hat über mehrere Monate die Parkplatzsituation dokumentiert. Sein Fazit? Aufgrund seiner Erfahrungen in der Göbenstraße gäbe es ein gravierendes Problem. Das legale Abstellen von Wohnmobilen von Anwohnern, die hier offensichtlich gemeldet sind. Tatsächlich stehen heute einige Wohnmobile in der Göbenstraße. Es sind jetzt um die Mittagszeit allerdings auch viele Parkplätze frei. In der kreuzenden Bismarckstraße sind ebenfalls einige Wohnmobile zu sehen, hier allerdings längs zur Fahrtrichtung. Kaum zu glauben für mich, dass die Situation hier schon so weit eskaliert ist, dass Wohnmobilparker als asozial beschimpft wurden. Klar, die Anzahl der Wohnmobile im Straßenverkehr hat in den letzten Jahren stark zugenommen und das Parken in der Innenstadt, insbesondere mit größeren Modellen, ist ein wirkliches Problem. Allerdings Wohnmobile als Hassobjekte für fehlende Parkplätze in der Innenstadt auszumachen, ist zu kurz gedacht. Und so wird auch im Abendblatt-Kommentar ganz klar Stellung bezogen. Es gäbe nur noch ein Gegeneinander, Fußgänger gegen Fahrradfahrer, Fahrradfahrer gegen Autofahrer und so weiter. Und nun müssen eben Wohnmobile für fehlende Parkplätze in den Innenstädten herhalten. Dabei sei es politisch so gewollt, dass es immer weniger Parkplätze in den Innenstädten gäbe. Und schließlich konkurrieren auch die Zweit- oder Drittwagen der innerstädtischen Haushalte um die wenigen Parkplätze. Aber die würden eben nicht so auffallen wie die großen Wohnmobile. Eine Lösung ist also nicht in Sicht und so hilft dann nur ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Innerstädtische Verkehrskonzepte werden sich insgesamt ändern müssen und da gibt es insbesondere in Hamburg einige mögliche Alternativen. Und mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich, sage Tschüss und bis bald.